Hallo und herzlich willkommen, ihr FIFA-Zocker da draußen. Am 27. September ist es endlich soweit. Da kommt für PC, Xbox 360 und PlayStation die neue FIFA-Version FIFA 13 raus. In Deutschland, Österreich und der Schweiz auf jeden Fall. Und am 11. September geht schon mit der Demo los auf den drei Konsolen. Also wir freuen uns alle sehr drauf. Und ich habe mich mal gefragt, und viele haben mich das auch gefragt, wie sieht es denn mit den Vorbestellerboni aus? Wenn ich schon weiß, dass ich es mir kaufe, dann kann ich es mir ja vorbestellen und kann noch einen Bonus einkassieren. Ich habe da mal eine Übersichtsliste gemacht, also eine Tabelle gemacht. Ich hoffe, ich kann euch die jetzt mal ein bisschen näher bringen und ihr seht daraus, wo ihr vielleicht am ehesten für euch bestellen wollt. Hier sind wir einmal in der Tabelle. Die geht dann hier einmal nach rechts rüber bis zu Origin, alle drei Versionen. Also ich spezialisiere mich mal hier auf die PlayStation, Xbox und PC-Version und auf diese genannten Händler, die halt die Vorbestellerboni haben. So, beim Rüberscrollen haben wir es vielleicht schon gesehen. Wir fangen mal hier oben an mit der PlayStation bei Amazon.de, der bekannteste Versandhändler, wo wir das Ding bestellen können. Hier ist natürlich die richtige Version zu kaufen in einer Verpackung. Und das, wenn man die vorbestellt bis zum 27. halt, ne, das ist natürlich der letzte Tag, wo ihr vorbestellen könnt, also bis dahin, könnt ihr 10.000 Credits für den EA Football Club bekommen als Vorbestellerbonus bei der PlayStation sowie auch bei der Xbox und dem PC. Und ihr seht dann hier jeweils die Preise dazu: PC 48 Euro, Xbox und PlayStation 69 Euro. Das ist der aktuelle Preis bei Amazon.de. Falls der nochmal runtergeht, kurz vorher, passiert öfters mal, dann kriegt ihr auch, wenn ihr jetzt vorbestellt habt, da quasi den niedrigsten Preis. Das ist bei Amazon.de schon immer so gewesen und wird auch so sein. Ja, also 69 Euro die Standardversion für alle drei Konsolen quasi. Dann gibt es bei Amazon eine Special Edition, das ist eine Steelbook-Version. Die beinhaltet außerdem noch 24 Goldpacks fürs Ultimate Team. Das heißt, ihr bekommt 24 Wochen, jede Woche ein Goldpack, das ihr einlösen könnt. Wenn ihr es nicht einlöst, verfällt's, dann bekommt ihr nächste Woche wieder ein neues Pack. Also, das ist dann die Extra-Edition, eine Steelbook-Edition bei Amazon.de, exklusiv. Und die kostet dort hier für die Konsolen 79,99 €. PC-Spieler gehen da leider leer aus. Also, da gibt es keine Ultimate-Team-Edition für PC-Spieler. Eigentlich, denke ich mal, relativ übersichtlich hier das Ganze. Wenn ihr jetzt also PlayStation-Spieler seid, dann habt ihr hier die Wahl bei Amazon zwischen der Standardversion für 69 Euro und die Steelbook-Edition. Die ist natürlich cool von der Verpackung her, ist eine coole Hülle. Und dann noch außerdem die Ultimate Team Packs dazu. Wer also Ultimate Team spielt und eine Steelbook-Version dazu haben möchte, der zahlt 10 Euro mehr und bekommt halt jede Woche ein Goldpack. Das ist halt ziemlich praktisch und man kommt halt so besser dann ins Spiel rein. Gut, gehen wir mal weiter. Der eine oder andere hat bestimmt schon rübergeschielt hier bei GameStop. Die haben auch relativ gut Angebote. Und zwar das gleiche eigentlich wie bei Amazon.de, nur für 99 Cent mehr. Und ihr kriegt noch ein EA-Fanshirt dazu. Mir persönlich gefällt das Fanshirt jetzt nicht so. Die Qualität ist auch nicht wirklich gut. Ich habe mir das mal angeguckt. Und es heißt, glaube ich, auch, solange der Vorrat reicht. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr da das Shirt dazu. Und ja, ist natürlich auch ein nettes Angebot. Wer das Shirt möchte und zu GameStop gehen will, bekommt das für 69,99 €. Entweder im Shop direkt oder auch auf der Homepage. Und da ist auch, wie gesagt, das ist auch eine Verpackung, also eine Hülle dabei. Und auch das ist versandkostenfrei. Bei GameStop zahlt man ab 20 Euro wie bei Amazon. Obwohl, da weiß ich jetzt nicht ganz so genau Bescheid. Aber auf jeden Fall bezahlt ihr da keinen Versand, wenn ihr das im Internet bestellt für 69,99 €. Ja, was gibt's noch? Achso, das ist dann übrigens bei der PC, Xbox und bei der PlayStation 3 Version gleich. Außer, dass die PC Version hier 49,99 € kostet. Also, das schon mal dazu. Bei GameStop gibt's außerdem noch die Möglichkeit, dass ihr das Spiel für 9,99 € kauft, müsst aber dafür zwei alte Spiele, gebrauchte Spiele eintauschen. Welche gebrauchten Spiele ihr da eintauschen könnt, das müsst ihr bei GameStop auf der Internetseite euch angucken. Da ist so eine Liste online, da seht ihr, welche Spiele da zum Eintausch möglich sind. Zum Beispiel FIFA 12. Für die meisten, die haben ja dann FIFA 12, dann können die das abgeben. Und noch ein anderes Spiel, was sie nicht mehr brauchen, muss halt auf der Liste sein. Dann könnt ihr das plus die 9,99 € bekommen. Ihr bekommt natürlich auch diese 10.000 Credits und das Fanshirt dazu. PC, Xbox und PlayStation 3 Besitzer. Spieler, sagen wir es mal so. Also, da werden alle relativ glücklich, würde ich mal sagen.
Gut, dann schauen wir mal weiter. Ist eigentlich auch ein sehr gutes Angebot. Nimmt sich nicht viel. Also auch bei den gebrauchten Spielen, das ist vielleicht für viele wirklich sinnvoll. Muss dann jeder überlegen. Jetzt sehen wir natürlich leider nicht mehr, was hier PC und sowas ist, aber das wissen wir ja noch jetzt. Schauen wir mal Mediamarkt und Saturn. Da habe ich mal nachgeguckt und nachgefragt. Da gibt es nur für die Xbox und PlayStation-Spieler ein Angebot. Nicht für die PC-Spieler. Die werden nur eine Standardvariante bekommen. Und zwar bekommen die den Vorbestellerbonus 10.000 Credits, EA Football Club, wie gesagt. Dafür könnt ihr euch übrigens Torjubel und Trikots kaufen. Was genau und mehr, weiß ich auch noch nicht genau. Das werde ich dann auch mal mir angucken müssen. Ja, und außerdem kriegt ihr noch das Adidas All-Star Team. Da kriegt ihr so einen Code, den könnt ihr dann freischalten. Und das All-Star Team ist quasi ein Team mit 23 Spielern, soweit ich weiß. Unter anderem Messi. Und mit denen könnt ihr Freundschaftsspiele spielen oder auch im Support Your Club, da könnt ihr auch damit Spiele machen mit diesem Team. Ja, also auch eine nette Sache. Was der Preis sein wird, weiß man noch nicht wirklich genau. Ich muss mal hier gerade irgendwie rumscrollen. Ich sehe das gerade hier alles nicht so genau. So, den Preis weiß man bei Saturn, wie es immer so ist, nicht wirklich genau. Oh, ich muss hier anderen hinmachen. So, egal. Wird dann wahrscheinlich ein paar Tage vorher rauskommen, also was das kosten wird, da wird dann im Angebotsblatt sein. Ein Preis kann ich da jetzt nicht schätzen. Das war letztes Jahr total verrückt, da ging der Preis extrem weit runter dort. Und dann muss man halt gucken, ob dann Amazon noch mitzieht und man dann da die lieber kauft oder ob man dann halt gemütlich zu Hause wartet, bis das Spiel ankommt. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Preis, kein Plan. Also für die Ungeduldigen, die warte mal, wie sage ich es? Für die, die es halt nicht oder ganz genau wissen wollen, die müssen halt bis kurz vorher warten und dann entscheiden, wo sie bestellen oder dann da kaufen. Auf jeden Fall bei beiden ist das hier gleich. So, für PC-Spieler gibt es dann außerdem noch die Möglichkeit, die unbedingt dieses Ultimate Team Gedöns haben wollen. Das ist nicht der richtige Preis. Das muss ich jetzt nochmal abändern. So, das ist hier der richtige Preis. PC-Spieler können tatsächlich auch eine Ultimate Team-Version bestellen, kaufen. Das geht nur bei Origin. Und da bekommt man diese 10.000 Credits. Wie gesagt, die hatten wir ja schon 10 Mal angesprochen. Und die 24 Gold-Packs. Kostet bei Origin 54,99 und beinhaltet natürlich nur die Online-Download-Version. Also ihr habt keine Schachtel, keine DVD. Und ja, das muss man sich dann halt überlegen. 54,99 ist an sich, finde ich, auch ein ordentlicher Preis. Im Gegensatz halt zu 48 Euro bei Amazon. Die Sparfüchse kaufen natürlich hier erstmal oder warten auf Mediamarkt, vielleicht einen guten Preis. Da muss dann jeder, denke ich mal, selber für sich entscheiden. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Wie gesagt, hier die Amazon-Preise. Ich gehe es nochmal langsam durch. Da habt ihr zwei verschiedene Varianten für die Konsolen. PC-Spieler haben nur diese eine Variante. Bei GameStop können alle diese Variante mit EA und Fanshirt und Credits kaufen. Bei Mediamarkt Saturn kriegen nur die Konsolenspieler wieder eine Version. Preis weiß man nicht, aber man kann hier diese Vorverkaufsschachtel kaufen. Und bei Origin können PC-Spieler die Ultimate Team-Variante kaufen. So, ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Übersicht in die ganze Sache gebracht und ihr habt jetzt was davon gehabt. Ich scroll nochmal raus. Das Ganze habe ich hier mit Open Office übrigens erstellt, nur für die, die sich dafür interessieren. Einfach mal so erstellt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen und geholfen hat, dann den Daumen gerne nach oben drücken und wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei mir im Kanal mit FIFA 13 Gameplay. Bis dann erstmal. Ich habe übrigens schon Gameplay bei mir im Kanal. FIFA 13 könnt ihr mal gerne reinschauen. Mache ich aus Videobeschreibung rein. Und ganz wichtig, in die Videobeschreibung kommen nochmal die Links zu den einzelnen Shops, zu Amazon, dass ihr direkt da drauf zugreifen könnt. GameStop, Mediamarkt gibt es natürlich nicht. Und Origin werde ich mal gucken, ob es da auch einen Link gibt. Ja, und wie so oft gesagt schon, wer bei Amazon über meinen Link bestellt, der unterstützt mich auf jeden Fall damit. Und ich werde dann ein Riesen, je nachdem wie viele Leute schon bestellt haben, es haben auch schon viele über meinen Link bestellt, werde ich ein mega Gewinnspiel machen, so wie letztes Jahr. Also ich würde mich freuen, wenn ihr bei Amazon über meinen Link bestellt. Aber ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit auch bei den anderen Shops zu bestellen, je nachdem, was ihr gerne wollt. Macht's gut und danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.